Servus und hallo, hier ist eure Anja von die Frauengrill und heute zeige ich euch mein Rezept für bayerisch Grau. Das wird zünftig. Viel Spaß bei diesem Video. Was für eine Schande, ich musste feststellen, wir haben zwar etliche Sauerkraut- und Krautrezepte hier auf diesem Kanal und auch dem dazugehörigen Barbecue- und Foodmagazin die Frauengrill, aber wir haben noch kein bayerisch Kraut. Kameramann, das geht doch nicht. Das ist das Urkraut schlechthin. Zeit wird's. Zeit wird's und das könnt ihr nicht nur als Beilage verwenden, dazu später mehr, sondern auch als Hauptgericht. Wir schauen über die Zutaten. Hier seht ihr den Hauptdarsteller, den Weißkohl. Ihr könnt auch eine andere Kohlsorte verwenden, zum Beispiel einen Spitzkohl. Ich kann mir auch Wirsing gut vorstellen. Dann benötigen wir noch Speck. Ich habe ihn hier klein gewürfelt. Etwas Zwiebeln, etwas Apfel, so verfeinert auch der Kameramann gern sein Sauerkraut. Schaut euch das Video unbedingt an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann Butterschmalz zum Anbraten, braucht man etwas Brühe. Dann hier Essig, der mit dem Zucker, der reinkommt, ganz gut harmonisiert. Für die Bindung Mehl, dann Kümmelkörner dürfen nicht fehlen. Wer diese nicht mag, der nimmt gemahlenen Salz und Pfeffer. Mit dem Salz etwas sparsam sein, weil ihr habt ja den Speck dabei. Den könnt ihr natürlich auch weglassen und euch eine vegetarische Bayerisch-Kraut-Variante zubereiten. Ja, und ich mache es hier draußen auf dem Grill am Seitenbrenner. Gelingt natürlich auch wie immer in der Küche am Herd. Und jetzt drehen wir hier mal auf. Du hast hier die, was ist da hinten mit den Würstel los? Die Würstel, was sind das für Würstel? Die, was machst du mit denen? Die dienen uns als Einlage. Aus der Hausschlachtung haben wir hier geräucherte Bratwürste. Die kann man natürlich einlegen und dann sind wir sogar schon bei den Beilagen. Ja, ihr könnt nicht nur Bratwürste dazu genießen zum bayerisch Kraut, sondern also nicht nur geräucherte, sondern auch so gegrillte Bratwürste, so klassische, ob dick, dünn, klein, groß. Kassler wäre eine Möglichkeit, zur Schweinshaxe passt es. Kameramann, was hast du noch für bayerisch Krauterfahrungen? Boah, fällt mir jetzt gar nichts ein. Stück Schinken kann man sich reinlegen. Ein Kochschinken, ja. Kochschinken kann man sich reinlegen und erhitzen. Genau, Sauerkraut, ich sage immer Sauerkraut. Schweinshaxe, ob geselcht oder also geräuchert oder knusprig gebraten. Man könnte ja die geräucherten Bratwürste reinlegen, ein Kassler und Schupfnudeln. Schupfnudeln. Dann hättest du einen One-Topf-Pot. Schupfnudeln ist ein super Thema. Und man könnte auch sogar ein paar Kartoffeln reinlegen, ein paar Kartoffelstückerl. Ja, kann man auch mitkochen, dann habt ihr auch so eine Art One-Pot-Gericht. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wir starten und geben das Butterschmalz in den Topf hinein und erhitzen es. Upsala, aber nicht daneben. So, und im Schmalz werden wir jetzt die Speckwürfel anbraten und auslassen. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Kameramann, es duftet so gut, gell? Ja. Das ist immer wieder ein Highlight. Speck, Zwiebeln. Äpfel für die fruchtige Süße dürfen natürlich nicht fehlen und die rösten wir sogar ein bisschen mit an. Es gibt Bratäpfel, Kameramann. Na. Ja, und jetzt kommt noch das Kraut dazu. Das darf weich dünsten und wenn es ein paar Röstaromen bekommt, dann macht es mir auch nichts aus. So, ich gebe mal eine gute Portion rein und rühre sie durch. Das verliert an Volumen. Und während das Kraut so dahin dünstet, gebe ich Kümmelkörner hinein. Eine feine Karamellnote darf nicht fehlen, deswegen ja, karamellisieren wir mit Zucker. Ich habe mich für braunen entschieden, ihr könnt auch ganz normalen weißen verwenden. Und für eine gute Bindung einen großzügigen Esslöffel Mehl, den streuen wir drüber und rühren ihn unter. Und wenn das Mehl ein bisschen anröstet, passt es auch. Ich gebe in dieser Phase jetzt schon mal einen guten Schuss Essig hinein. Wir sind ja schon jetzt fast beim Ablöschen und außerdem noch die Gemüsebrühe. Und ihr könnt das Bayerischkraut dann hinterher, bevor es serviert wird, immer noch mit Essig und Zucker abschmecken, wie es euch am besten
passt. Ja? Einfach noch ein bisschen Wasser drüber. Ihr findet das Rezept, wenn ihr bei Google Bayerisch Kraut und in Kombination die Frau am Grill eingibt. Kommen die Würstel auch gleich mit rein? Die können wir gerne auch gleich versenken, ja. Weil das wird jetzt einfach so für ein halbes Stündchen weich gedünstet. Und dann kann man da locker solche schönen geräucherten Bratwürste rein versenken. Da brauchst du dann gar kein Salz und Pfeffer wahrscheinlich. Nö, das brauchst du nicht. Und das kann man ja wirklich zum Schluss noch alles abschmecken, ja, wie es einem passt. Kassler kann man sich auch vorstellen, dass man jetzt hier versenkt, oder? Ja, ich glaube ja. So, gut. Dann Deckel drauf und ein halbes Stündchen köcheln lassen. Ja, und während das passiert, kann man sich zurücklehnen, sich vielleicht noch Gedanken machen, ob man noch einen süßen Senf dazu genießt. Kameramann, du magst das gern, gell? Süßen und mittelscharfen. Süßen und mittelscharfen. Oder man genießt hier in der Sonne ein feines, helles und gönnt sich einfach mal ein bisschen Ruhe. Ja. Da sagst du die. Da schaust, gell? Und schön aus dem Glaserl. Das ist ja ein 03er Mini, das ist ein Frauenhelles. Ach, da freue ich mich jetzt. Schau dir die schöne Sonne, den schönen Tag hier und den schönen Garten. Und jetzt wird das genossen. Prost. Ich frage mich nur, wer hier aufräumt. Das wird wieder an mir hängen bleiben. Ach, traumhaft. Was hast denn du da für eine ganz rote Backe? Kommt das von deinem Feierabendbierchen? Ja, muss ich zugeben, da werde ich immer ganz rotbackig. So, und jetzt, Kameramann, ist es soweit. Wir probieren unser Bayerisch Kraut, beziehungsweise ich. So, schaut euch das mal an. Ich habe schon ein bisschen runtergeschalten. Wir schalten jetzt auch mal ganz aus. So. Oh. Traumhaft, oder wie das duftet. Ha? Was sagst du denn da dazu? Da freue ich mich jetzt. Ja, jetzt holen wir uns da mal ein Würstel raus und einen guten Schöpfer, einen Senf dazu. Ha? Süß, ja, das brauchen wir jetzt nicht zum Probieren. Süß oder mittelscharf, schaut euch mal die Sämigkeit vom Kraut an. Seht das nicht gut? Oh, ja, fast den Strunk. Oh, jeder hat das mag ich gern. Strunk mit reingeschnitten. Ja. Esse ich gern. Genau, dann schauen wir uns mal die geräucherte Bratwurst an. Die ist echt ein Traum, wenn man die erhitzt. Holt euch solche vom Metzger und genießt sie zum Bayerisch Kraut. Meine Spezialempfehlung. Und jetzt ein bisschen Kraut, ein bisschen Speck. Boah. Kameramann hat auch probiert, hat sich ein Stück Wurst geklaut, habe ich nicht alles gegessen. Ein Traum. Kameramann? Ja, das hat, kommt zum Fazit, auch wenn es kurz ausfallen wird, weil es einfach geil ist, weil drin die Kartoffeln also fertig sind. Also das ist so ein richtig sämiges Kraut, würzig. Ja. Es ist unglaublich, wie das schmeckt, das muss man einfach machen. Und was mir besonders gut schmeckt, ist diese Brühe. Ja. Die hat ein bisschen eine Bindung durch das Mehl erhalten. Das ist einfach eine traumhafte Kombination. Dann, egal welche Einlage, das schmeckt immer, weil diese Einlage letztendlich in Form von Wurst oder Fleisch gibt er dann auch nochmal Geschmack ans Bayerischkraut ab. Und je öfter ihr es erwärmt, desto besser schmeckt es. Also ihr könnt es auch durchaus noch länger zusammen kochen lassen. Ja. Das schadet dem Kraut auf gar keinen Fall. Ein Bier dazu, ein schönes, kräftiges Bauernbrot und schon ist gegessen, sagt man in Bayern. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Gebt ihm einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr keine weiteren tollen Rezepte verpasst, wenn ich das so sagen darf. Ja, so, danke fürs Zuschauen, eure Anja. Macht's gut, bis bald. So, jetzt der Tisch decken. Hm?